Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 22 in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere erste Europa League Begegnung erfolgreich bestritten, haben 6:0 gewinnen können gegen die Shamrock Rovers und heute geht es gegen den Tabellensechsten. Es geht nach Leverkusen in dem normalen Liga-Alltag wieder. Und ich überlege halt, ob man da was wechseln sollte gerade. Weil unser Mittelfeld sieht zentral, also alle drei zentralen Positionen und die linke Position, die sehen ein bisschen angeschlagen aus. Und ich glaube, man könnte da einiges tun. Ich würde sagen, Boma kann mal runter, Gechter kommt dafür rein. Vandenberg darf auf die Bank erstmal. Der ist sowieso nicht so gut drauf. Duomo ist auch nicht gut drauf, Batista Meier auch nicht. Ich weiß halt nicht, warum. Wir haben ein super Spiel gemacht, genau. Genau so sagt man das, Alex. Wir haben ein super Spiel gemacht und irgendwie sehe ich nicht so ganz den Grund, jetzt hier so ein Gesicht zu ziehen. Gut, ja, auf jeden Fall geht es heute gegen Leverkusen. Ich muss mal gerade gucken. Haben wir heute Parallelspiele? Wir haben Parallelspiele! 3 Stück sogar. Okay. Aber ich glaube, die Info läuft sowieso nur über Audio, ne? Wenn du es einstellst. Aber dann müsste ich halt die Kommentatoren anhaben. Was auch blöd ist. Weil wer will jetzt Kommentatoren anhaben, wenn halt die ganze Zeit ein anderer kommentiert? Also... Na, ihr versteht. Gut, jetzt hat Scarlett auch mal ein paar Tore per Elfmeter gemacht. Vielleicht funktioniert es ja jetzt nochmal für ihn. Er hat zwar gegen Leipzig getroffen, das ja, aber das war eben das 2:4, beziehungsweise der 2:4 Endstand. Und ja, bringt uns auch nicht so viel, dass er da eben genetzt hat. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Und er hat so ein bisschen Blut geleckt. Wir befinden uns in der Bayer Arena. Es geht eben auswärts gegen Bayer 04 Leverkusen. Und wir bekommen den Anstoß. Und ich hasse jetzt schon wieder diesen dämlichen Schatten. Also nicht den Schatten an sich, sondern halt dann den Übergang. Oh, schön. Da sind wir vorne. Schumacher. Duomo. Und 1:0 durch Scarlett. Richtig, richtig schön rausgespielt. 3. Minute 1:0 gegen Leverkusen. Wer hätte es gedacht? Ja, und da ist auch Scarlett direkt. Also, vielleicht hat es wirklich was gebracht. Andererseits, er wurde auch wirklich sträflich allein gelassen. Und macht sein 2. Tor in der 5. Partie. Und Szoboszlai haben sie sich geholt. Geil. Wäre auch so ein Spieler, auf den ich Bock hätte. Aber der wird viel zu viel kosten. Baku? Und Watkins, wenn ich es richtig gesehen habe. Wenn es Olly Watkins ist, den wollte ich ja eigentlich für Dortmund holen in der letzten Saison. Stand er zumindest auf der Liste, sag ich mal so. Im letzten Karrieremodus. Baku. Watkins. Ola Jinka. Dann ist es wieder Baku. Und klasse runtergespielt, Watkins. 1:1. Und ja, es ist Olly Watkins. Wir spielen, by the way, gegen den amtierenden deutschen Meister. Das sollte ich noch dazu sagen. Leverkusen hat es zum allerersten Mal geschafft. Und hat sich im letzten Jahr eben den Titel holen können.
Und nach 10 Minuten haben wir jetzt eben ein 1:1. Scarlett. Für Hugo Werf. Viel zu weit. Da kommt der Niederländer nicht mehr dran. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir nochmal so einen schönen Angriff hochziehen können. Schoboschlei. Watkins. Und Riedle Baku. Sehr gut gemacht von Wiggett. Ja, Schumacher und Dwomo. Kann er jetzt erstmal ein bisschen auf Zeit gehen, beziehungsweise ein bisschen den Ball festmachen und dafür sorgen, dass seine Mitspieler nachrücken. Hat jetzt in der Situation nicht funktioniert. Kusunu. Und wieder Riedle Baku. Watkins. Schoboschlei. Ist Schoboschlei jetzt quasi der Ersatz für Wirtz? Watkins. Ah Gott, Hilfe. Weg, 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 weg. Andrich. Los, weg mit der Kugel. Nein. Ach komm. Ja, da hat das ein bisschen zu lange gedauert mit dem Abspiel. Und im letzten Moment dachte ich so, jetzt, genau in dem Moment aber auch, vielleicht doch rüber zu Hugo Werf. Auf den hat gerade keiner geachtet. Der wäre dann frei durch gewesen. Watkins. Wieder für Baku. Der steht diesmal im Abseits. Und gar nicht mal so knapp. Schoboschlei. Schoboschlei. Wiggett. Lavia. Und Schumacher. Kranjo. Inyasio. Ist auch irgendwie keiner so richtig von der originalen Elf geblieben, ne? Also so Andrich und Kusunu. Aber ansonsten ist wirklich sehr, sehr viel neu. Und Baku! Köpft genau auf Luca unbehauen. Schoboschlei. Wieder Baku und unbehauen muss erneut. Zum Ball behauptet sich. Und deswegen bleibt es beim 1:1. Scarlett. Ja, ein guter Ball für Hugo Werf. Nimmt er auch stark mit. Spielt nochmal zurück. Genau zum Gegenspieler. Schoboschlei. Andrich. Schoboschlei. Watkins. Ein bisschen weit vorgelegt. Und Ola Jenka. Hm, apropos ein bisschen weit vorgelegt. Claude Maurice und unbehauen. Mit dem Kopf. Schön, dass man zu so einer Parade geht und das Ding dann mit dem Kopf wegsenzt. Inyasio. Andrich. Robert Andrich. Immer noch Andrich. Respekt. Andrich wirkt ja immer wie jemand, der so eben nicht Fußball spielt und dann nagelt er das Ding aus der Distanz genau dahin, wo es uns wehtut. Alter Schwede. Der hat den Drang zum Tor.
wie man hier sieht. Ja, gut. War mal ein Versuch wert. Szoboszlai? Oder Szoboszlai? Ich bin mir halt immer noch unsicher. Manche sagen so, manche so. Und das ist Kevin Schumacher. Gegen Kosunu. Vidal. Lavia halt genau ins Gesicht. Vielen Dank. Eine Minute gibt es oben drauf. Die ist auch gleich schon durch. Aber Leverkusen scheint diesen Angriff nochmal zu kriegen. Nein. Dauert dem Schiri dann doch zu lange. Und somit geht es mit einem 1:2 aus unserer Sicht in die Kabinen. Wir haben früh geführt, haben dann aber wenig folgen lassen können. Und parallel laufen noch folgende Spiele. Fürth Köln 1:1, Mainz gegen Stuttgart 1:0 und Gladbach Frankfurt 1:2. Später am Abend noch Hertha gegen Hoffenheim. Okay, und jetzt würde ich gerne Folgendes machen hier. Lavia ist jetzt ziemlich fertig. Godot geht rüber. Und wir bringen Simon für Lavia. Claude Maurice, Szoboszlai und Watkins. Wieder Szoboszlai. Ah, der geht da einfach durch, als wäre es nichts. Szoboszlai. Selber mit dem Abschluss am Kasten vorbei. Pascozzi. Scarlett. Watkins. Szoboszlai und Claude Maurice. Baku. Und Braun macht heute aber auch echt einen richtig guten Job. So, Szoboszlai kurz auf Baku. Geblockter Ball. Sehr schön. Simon. Ja, Grätsche auch noch fair. Und wieder genau in so einem Moment, wo man gerade den passenden Knopf gedrückt hat. Watkins. Oder Jinka. Legt nochmal ab für Olli. Watkins 3:1. Olajinka.
Oder Jinka 4-1. Also, wow. Ja, das vierte Ligaspiel in Folge, wo wir zwischenzeitlich mit 4-1 hinten liegen. Und ich guck mal, was man so wechseltechnisch machen könnte. Ich würde auf jeden Fall Schumacher rausnehmen und sagen, dafür darf Brav rein. Ja komm, und Webster kriegt seine Chance. Dann spielt Womo heute mal durch. Watkins. Ja, das ist ein Ball für Adnan Vidal. Aber alles gut, den hat unbehauen. Und wirft direkt falsch ab. Aber wir kriegen Glück. Wir haben Glück. Hugewerf. Oh, kann das Tempo da nicht nutzen. Und weiter geht's. Dvomo. Pass Kotzi. Oder Jinka. Gute Ball an und Mitnahme. Und Pascozzi lässt sich da komplett aus dem Tritt bringen. Watkins. Jetzt kommt Diaby für Baku, okay. Also Diaby haben sie auch noch halten können. Und jetzt haben wir Xavi Simon hier vorne. Xavi Simon. Den Mann in die Ecke rausgeholt. Die haben aber auch unfassbar schnelle Leute da. Oder, komm. Sehr gut. Und Hugewerf. Kann sich nicht durchsetzen, holt aber immer den Einwurf raus. Und nochmal ein Wechsel. Reyna kommt für Claude Maurice. Reyna? Gio Reyna spielt... Okay. Hat die 7 von Wirtz gekriegt. Hugewerf. Eckball. Warte mal, hatte Wirtz die 7? Ne, Paulinho hat die 7, ne? Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht an sich. Und Dylan Hugewerf. Einer der zwei kleinsten Männer bei uns im Verein. In der Mannschaft. Kommt da mit dem Kopf an den Ball. Ola Jinka. Ja, gut gemacht von Gechter. Und Hugewerf mit dem Ballverlust. Diaby, unbehauen. Nochmal eine Auswechslung. Jetzt geht Watkins runter. Und das sieht mir doch nach irgendwas mit G, ne? Wie hieß er? Ach komm. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Avia, genau. Irgendwas mit G. Godot. Hoher Ball. Und da startet
Webster durch. Ja, kann's mal versuchen, aber nicht so erfolgreich, wie er es gern gehabt hätte. Rainer. Ich wusste gar nicht, dass Rainer im Spiel so realistisch aussieht dieses Jahr. Ich sehe den zum ersten Mal auf dem Feld. So, Simon. Komm, nachsetzen. Nachsetzen, perfekt. Weiter nachsetzen. Nicht aufhören nachzusetzen. Und dann spielt das Rainer und Vidal alleine durch. Superschlei. Und dann war's das schon. Bayer Leverkusen gewinnt mit 4:1 gegen Hansa Rostock. Ja, 12 Gegentore in den letzten 3 Ligaspielen. Und selbst erzielt haben wir erfolgreiche Pässe 199? Alter. Das ist jetzt Rekord. Die Bayern hatten knapp über 200 in 120 Minuten. Aber gut. Borussia Dortmund auf der 15. What? Oh Gott, Leute, was ist mit euch los? Ganz kurz mal auf die Tabelle gucken. Frankfurt gewinnt auf jeden Fall 5:1 gegen Gladbach. Und wir sind auf der 14. Borussia Dortmund auf Platz 15. Was habt ihr denn gemacht? Gegen Wolfsburg verloren. Habt ihr hier 2:2 gegen Fürth. 0:0 gegen Leverkusen. 0:1 gegen Bielefeld. Also, ja, 5:7 Tore. Gab halt nicht so viele Gegentore in dem Sinne. Also keine so hohen Siege für die jeweiligen Gegner. Und 2:2 gegen Bayern, die aktuell auf der 2 stehen. Interessante Saison bisher für Dortmund. Noch keinen einzigen Sieg. Wow. Das war jetzt ein kleiner Schocker, ehrlich gesagt. Ja, und unser nächster Gegner ist Arminia Bielefeld. Auf Platz 11. Theoretisch machbar. Praktisch kriegen wir wahrscheinlich wieder voll auf die Fresse. Aber das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.